Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecile hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars mit diesem wunderschönen Exil des Sklavenhändler Dungeons. War beim letzten Mal, wo man richtig hops genommen wäre. Ist so. Justiziar Thomas mit den Zwergen, das war echt nicht lustig. Heute mal ein Selvita, das wird auch wieder richtig schlimm. Scherben vor Ort Nummer 2. Übrigens, hier kann man die Zerstörerwaffen kaufen tatsächlich. Wer das alles dabei hat, ne, ich hab's nicht dabei. Vor allen Dingen 10 Diamanten, die sind richtig teuer. Ja, Selvita. Das ist quasi Scherben vor Ort 2.0. Leider. Warum ist das so? Naja, weil hier wieder Untote kommen. Ich habe mich nämlich vertan. Das sind kein Dryder, das sind Untote. Unsere absoluten Hassgegner. Juhu, ey. Diese Zombies und... am Ende ist das schlimmer als der Rubin-Gin. Ich sag's euch, wie ist das? Ja, die haben uns mehr zerstört als irgendwie Borgos Rauchen oder so. Das stimmt. Deswegen. Das wird nicht lustig. Das wird nicht lustig. Auch wenn nur eine Ebene, das ist halt immer so. Das Ding ist, die eine Ebene letztes Mal hat trotzdem eine Stunde gedauert. Stimmt, krass eigentlich. Aber war auch eine große Ebene, muss man sagen. Die hier ist auch nicht so klein. So, ist hier schon irgendwo die Gebietskarte? Nee, die kommt erst in der Mitte des Dungeons. Leider. Hier brauchen wir sogar einen Key. Oh nee, da kommen schon welche, oder? Ja, auch sie mit Gebrüll, wa? Solange es nur die sind. Was heißt, solange es nur die sind? Das sind auch wieder die Steingipfel. Ja, aber nur so ein paar. Ja gut, das stimmt. Fängt ja auch erstmal gerade an. Wäre lustig, wenn Justiziar Thomas den schwersten Abschnitt hat. Vor allem, du sagst... Weiß man ja nicht. Ja, hier fängt es ja gerade erstmal an. In dem anderen eben gerade ging gerade erst los und wir hatten schon 60% Malus. Stimmt. Da war der Anfang sogar am schwersten. Nee, wir haben die erstmal unterschätzt. Und ja. Das war das Problem. Ich einfach vorrenne und den irgendwie mit meinen Schlangen... Ja, hier haben wir auch einen Höhenvorteil. Das kann nicht schwer sein. Ich sollte sowas nie so laut sagen, weil immer wenn ich sowas sage, backfeiert das. Ja, ist wirklich so. Boah, ich muss mal raus aus dem AOE-Damage hier. Legionär ist, ganz echt, wir haben ihn ein bisschen overrated, den Legionär. Wenn sobald schwer wird, ist er immer sofort tot. Wirklich instant. Ja, gut. Der hält halt nicht viel aus, aber es ist ja nicht seine Schuld, dass er Dings nicht kriegt. Ach ja, dann liegt das, ne? Das ist genau wie mit den Löwen, der kriegt das ja auch nicht. Richtig. Okay. Im normalen Mod ballert der wahrscheinlich alles weg. Ja. Ah, da braucht man den noch wahrscheinlich. Oh, der wird aber wichtig in dem Vierergebieten, weil wir da actually zu 5 sind. Oh Mann, alle verpissen sich. Die laufen einfach immer alle weg. Ja, die Zwerge. Soweit die anfangen zu verlieren, sind die feige wie sonst was. War auch in anderen Zwergengebieten so. Wirklich, ich mag die Gegner überhaupt nicht. Du magst sie ja vom Design aber auch nur, glaube ich. Ja, ich finde die Zwerge auch cool, aber... Die sind so blöd zu bekämpfen. Das Ding ist, die Zwerge hier drin, denen fehlt auch was ganz Besonderes, was ich an den Zwergen so in den... Ach, die Doljaks, ne? Genau, die haben die einfach nicht. Die lay. Ja, das haben die Südlichen Zwerge. Ey, der Wert hat, guck mal, bis wohin der wegläuft. Hier hinten ist der Pisser. Ja, die Kiten. Guck mal, jetzt kommt nämlich die nächste Gruppe. So ein Sack. Und ich habe mal mich informiert, diese Geister, die hier mal random aufploppen, die respawnen nach einer Minute. Falls euch interessiert, random Exil des Sklavenhändlers Fact. Oder wie es jetzt auf einmal heißt, Exil der Sklavenhändler. Ja, auch ultra lame, ey. Das ist ja voll lame, das ist ja viel zu einfach. Guck den letzten Part, wie wir die ganze Zeit nur verkackt haben. Bestimmt 5-6 Gruppenwipes. Mindestens. Und das schon am Anfang, glaube ich, sogar. Boah, das war echt brutal. Hier so, ist gleich der Schlüssel, wir müssen hier rein, ja. Das ist ja ultra praktisch. Gut, dann gehe ich mal. Ja, für Gerechtigkeit ist jetzt auch sofort da, zum Glück. Der hat auch Siegel der Wiederbelebung! Der Wallläufer?
What? Die haben so viele. Was ist das denn? Ja, da kommen sie, sag ich doch, jetzt kommen die Untoten. Plötzlich Jumpscare, einfach Zombies und Drachen. Alter. Faulschuppe. Horror. Ey, da habe ich gar nicht mit gerechnet. Ich dachte, was ist denn jetzt? Ich hab's dir auch gesagt, dass hier Untote kommen. Ja, aber doch nicht ein Drache. Oh, ich dachte, das wäre logisch. Geht so. Ich meine, klar, die haben diesen Drachen. Bei Krüter kommen die auch. Bei wo die Untoten. Gruseliger als Silent Hill, ey. Naja. Naja. Silent Hill kommt nix mit. Scoren. Wer das eingesprochen hat, ey, der hat es wirklich perfekt getroffen. Wenn die Zwerge sterben, denke ich auch immer, ist negativ, weil ich so viel privat mit Ogden immer gespielt habe. Ja, ich damals auch. Weil der hat ja die gleichen Sounds. Ja, wenn du da gehört hast, dann denke ich immer, scheiße, kein Monk mehr. Und dann, ach, war nur so ein Steingipfel-Idiot. Die können auch retzen schon wieder. Aber ich glaube, die sind viel einfacher als beim Scherben vor Ohr. Oder? Ja, die bei den Scherben von Ohr hätten die schon haben ja auch Blindheit gemacht. Und Luftmagie, die haben das ja jetzt ja nicht. Die sind schwerer. Scherben vor Ohr bleibt der schwerste Untoten-Dungeon. Im gesamten Spiel. Nichts in Krüter ist schwerer, nichts. Aber man muss auch dazu sagen, die hatten halt Scherben von Ohr, hatten die diesen. Diese. Und die Monks waren. Sowas, und die haben ständig. Der Blindheit, die Luftmagier, ja, richtig, Blitzblendung. Ja. Und die Monks waren auch stärker gefühlt als die hier. Die Kleriker sind gar nicht so heftig. Guck mal, wie schnell die tot sind. Ja. Die Monks waren ja auch stark. Und krass. Also stark im Sinne von, die Heilung war heftig. Mhm. Bei Scherben vor Ohr. Schon, ne? Mhm. Das ist denn für ein komischer. Der Beherrscher, Mantra der Erholung. Vielleicht haben wir Glück und der Abschnitt ist einfach, aber erstmal ruhig bleiben. Ist so, nichts überstürzt. Klein, noch ein kleiner Exil, das Sklaven nennt man es, Fun Fact. Man muss eigentlich nur Dunschan den Schwarzen auf schwer machen, um die Hardmode-Belohnung zu bekommen. Das ist ja voll lame, wenn man das andere nicht auf schwer macht. Ja, aber da muss man ja auch einmal erst wieder rauslaufen. Ja, ja, ja. Ist ja total. Aber wer ein Pussy ist, der macht das halt. Vor allen Dingen im letzten Part kam, glaube ich, viermal Beethoven nur, so, weil die Kämpfe so lange gingen. Das war ich. Aber auch schon eine ganze genau, Zeit. Ich warte drauf. Ja, hier ist ja auch wieder ein Priester und ich glaube, es waren tatsächlich zwei Gruppen. Ich glaube auch. Ja. Und wir schaffen es trotzdem. Das ist schon mal ein guter Vorsatz, gutes Zeichen. Das war das Ockengeräusch, was ich meinte. Hier ist jetzt ein Key irgendwo. Diese Geister. Von Level 26, die von Zimmer sind irgendwie Level 13, der höchste. Da der Key, genau. Ja, jetzt müssen wir hier wieder lang. Genau. Hier immer so lang bei der Lava. Und da ist jetzt auch gleich schon das Tor. Ist relativ straightforward. Komplex denn nicht, aber müssen wir mal gucken, wie stark der Boss ist, ey. Ja, der müsste zum Ausgleich ja jetzt wirklich brutal sein. Ja, und die untoten Boss waren alle schwer. Selbst der bei Vlogs-Ausgrabung war nicht so einfach. Der immer die neuen Minions beschwor, so viele, ja, diese Ghouls, ja. Der war auch nicht einfach. Nee, aber auch nicht so schwer. Geht. Ja. Anspruchsvoll, nicht schwer, anspruchsvoll. Viele Bosse, die wir hatten, gerade bei Azura und Char, waren ja einfach nur weg. Ja, außer der Schleim. Das kann man gar nicht richtig Dungeon-Boss nennen. Mhm.
Und Justiziar Thomas und der komische Moodinier-Typ, die waren ja auch so einfach hier. Okay, hier sieht natürlich wieder extrem geil aus, ey. Schon, ne? Aber Unton und Lava, hier müssen wir flanken. Quen unterbricht erstmal den Geist, okay. Oh nein, guck mal, was die Minions machen. Ja, dann lass die halt erstmal machen, da vorne, mir doch egal. Bleib schön hier hinten, ey. Ich hab keinen Bock, dass diese rechts, diese Lappen einem da auf den Sack gehen. Ja, echt, ey. Können schön hier hinten. Gut, die Minions können ja auch pullen. Von daher. So, jetzt aber. Ja, sind's ja da. Dein Geister und alles. LOL! Der Eiferer ist ein Necro-Healer. Und was nutzt er für Heilfähigkeiten? Vom Derwisch. Und ja, das ist actually eine Sache. Das Bild kann man wirklich spielen. Das glaubst du aber nicht. Mhm. Derwisch-Heal, das gibt's. Bam, 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 jawohl. Wäre schön, wenn eine Geisterentzauberung auf den Derwisch geben würde. Oh! Ja, man kann nicht alles haben. Nein, Livia ist tot. Kommt schon bislang, noch wieder. Bislang echt chillig. So. Arr! Nicht nur wer es mit Gordon eingesprochen hat, die Zwerge sind auch nicht viel besser. Ja, die liebe ich ja am meisten. Ja. Tja, versuchen wir die mal zu ignorieren, wa? Ich glaube, da können wir einfach rüber, oder? Ja. Oh nein. Gwen unterbricht immer den Geist. Ich kenne gar keine Gnade. Da bin ich mal gespannt, was jetzt das hier soll. Oh nee! Drei AOE-Wände direkt einfach mal aufgeploppt, okay? Na, Hauptsache, die Säcke laufen jetzt nicht in die andere Gruppe rein, ey. Wäre wieder typisch. Nee, die patrouillieren ja nicht. Nee, aber ich meine, dass unsere irgendwie die. Nee, ja, warum denn? Unsere nicht, aber die Gegner, die könnten ja. Die könnten wieder abhauen, weil sie wissen, die verlieren und die rennen dann in die Richtung. Das wäre ich sonst. Ja, ja. Das wäre echt kacke. Da, jetzt machen sie es schon. Diese Säcke laufen da einfach hin, ey. Mit Ankündigung, ey. Oh no! Aber es ist, glaube ich, nichts passiert. Das Drama hat sich nicht entfaltet. Mann! Da! Da am liebsten nämlich die Zittergipfel, wenn du ehrlich bist. Ja, auch. Ich mag Zwerge als Gegner. Absolut. Ja, aber ist too much. Es sind so viele Gebiete, nördliche und südliche, und immer die Zwerge. Und Torofen Zwerge. Und bei neuen Gebieten hat nur Zwerge jetzt auch. Das ganze Exil Zwerge ist einfach zu oft in Guild Wars, finde ich. Ja. Und es sind immer Steingipfel. Wäre auch mal lustig gewesen, wenn irgendwie die normalen Zwerge, Deldrimor Zwerge, so abtrünnig geworden werden und dass man gegen die normalen kämpft. Okay. Das hätte ich gemacht. Als Entwicklerin. Was, oder? Dann wusste ich, immer wenn das Geräusch kam, wusste ich, die Gruppe geht down. Wenn man nur Dunko am Leben. Wenn überhaupt. Gruppe heilen hat der eine auch. Das castet zum Glück zu lange, das unterbricht Gwen immer. Ist noch nicht einmal durchgekommen, glaube ich. War besser so.
Finde ich auch. So. Oh, was ist das denn jetzt hier? Straight up zurück in den Riss des Kummers, oder was? Den Nebel und mit den... Was ist das denn hier? Das ist ja krass. Oder? Schon geil. Die Atmosphäre mit dem Nebel. Silent Hill Nebel. So, da oben. Ach du Scheiße. Ja, jetzt geht's ab. Das war jetzt nur das Vorspiel. Ja, aber da oben ist er ja auch nicht. Nee, der kommt nur lange nicht. Das ist lustigerweise, wenn du dich erinnerst, der gleiche Abschnitt von Scherben vor Ohr, der letzte. Ja. Da, wo der Scherben vor Ohr... Boah, was machen wir jetzt? Wo der Scherben vor Ohr Boss war, da... Glaube ich, da ist jetzt hier auch der Boss. Was? Einfach ein Stück zurück, würde ich sagen. Ja, hier, wo ich stehe. Geht ja nicht anders. Ja. Ist kein geiles Stellungsspiel, aber... Nee. Aber was du schon sagst, es geht halt nicht anders. Oh, warte, den holen wir erst zurück, der... Achso. Hat aber geklappt, glaube ich. Nee, die kommt von links, kommen ja jetzt auch. Die kommen alle. Kann nur hoffen, dass ganz viel Todesnova die jetzt einfach platt macht. Hoffen wir's. Ach, das sind aber so Ghule. Gruftschlitzer, die können, glaube ich, nichts, oder? Ah, okay. Ja gut, dann ist die auch Masse statt Klasse. Ja. Na, okay. Aber die haben Bandstoß. Ist das nicht voll krass gegen die Minions? Jupp. Das ist eigentlich auch... Das ist eigentlich gegen alle krass, weil das halt auch heiligen Schaden macht. Ja, ich steh wieder. Oh, ach du Scheiße. Ja. Jetzt wird's schwer. Ja, weil das Blöde ist, wir haben auch so eine blöde Lage. Die Lage ist absolut scheiße. Oh ja, und jetzt haben die wieder 1000 Minions, ey. Oh. Tja, hätten wir hier mal irgendwie Strahl des Urteils, oder? Ja, nur für den einen Abschnitt, der nicht mal der schlimmste ist, genau. Ja. Hier, Zombie-Nekromant, der ist nämlich der Arsch, glaube ich. Oh, fuck. Oh, Alter, Explosion der Verwesung, 150 ja. Damage. Ne, das... Ja, und das Schöne ist, guck mal, wo der Checkpoint ist. Richtig, es gibt keinen Checkpoint. Nein. Das werden wir euch schön cutten. Danke, ArenaNet, ihr Hurensöhne. Habe ich jetzt gesagt. Ey, wie kann man so asozial sein? Dass man hier nichts vorher... Ja, war doch in der anderen Ecke auch nicht. Oh, war schön. Ja, aber da hat sich der Weg gegabelt. Das war nicht ganz so schlimm. Das naja. Stimmt. Bis gleich, ihr Lieben. Hup. So, da sind wir wieder. Hat ewig gedauert. Also der Weg ist echt nicht cool. Lass mal eben, warte mal, bleib mal kurz hier, dass ich die Geister da weghole. Dass die wenigstens, dass die beiden da nicht nerven. Weißt du, was ich meine? Das kannst du machen, ja. Ich meine, der Geist der Erholung, den wegzulocken, bringt nicht so wirklich viel. Das gebe ich zu. Aber... Zumal die den ja jetzt eh angreifen. Das klappt ja gar nicht. Ach so, der spawnt ja dann hier immer wieder. Der kommt ja dann irgendwann wieder und dann hole ich ihn noch mal ein Stück weiter zurück, ist ja egal. Für den Dungeon ist die Fähigkeit, glaube ich, gar nicht so schlecht, ne? So, aber den Schattengesang, den kann ich da jetzt schon mal wegholen. So, und für den Fall, dass wir jetzt hier noch mal irgendwann hinkommen, dann kann ich ihn ganz aus der Reichweite. Aber guck mal, wenn wir hier jetzt stehen, da, dann kann der Schattengesang von da, wo er jetzt steht, schon nicht mehr angreifen. Richtig. Und der nervt. Ja. Er macht jede Sekunde Blindheit. Ja. Also für dich ist das natürlich schon mal ein extra großes Problem. Gut, ich kann hier reduzieren mit dem Schild, aber wenn er es jedes Mal wieder neu macht, dann ist bringt das halt nichts. So, die Minions sind alle noch da, das ist da toll. Wieso sterben die eigentlich bei den Gegnern hier? Das ist so unlogisch. Das ist immer so, die sterben nicht. Die können nicht sterben von denen. Na, dann gehe ich mal hoch, wa? Ja. Vielleicht kann man die hier einzeln pullen, wenn ich nur in die links hier reinlaufe. Jetzt müssen die ja eigentlich einzeln kommen. Ah, guck. Aha. Ja gut, das ist natürlich dann gechillt. Ja gut, das war ja jetzt nur der eine. Vielleicht kriege ich den dann noch einen von. Einer weggeschwungen. Guck mal, alleine können die gar nichts. Oh, so viel dazu. Naja, den machen sie vielleicht platt und kommen dann nicht runter.
Los, das wäre lustig. Boah, ja. Guck mal, wie schnell der weg war. Ja gut, hat er gar keinen Support gehabt. So, jetzt bin ich eigentlich im Akku-Radius von diesem Typ da links. Das muss ein Geist sein oder so. Ja, der kommt nämlich einfach nicht. Das war kein Geist, das ist ein Kleriker und die sind wahrscheinlich gescriptet, dass sie hier oben bleiben. Kann ich den Bogen vielleicht irgendwie so tun, als würde ich angreifen? Nope, dann läuft er wieder da oben rein. Ja, geht nicht anders, dann müssen wir die da oben halt angreifen. Ja, natürlich, die soll's pullen. Ja, ich dachte, ich kriege den Kleriker vielleicht einzeln, aber ist nicht. Oh, den Knochendiener, ich mein. Ja, jetzt kommen sie, ja. Ja, jetzt stehen die schön alle übereinander, wenn man jetzt Bandstoß könnte. Oder eine Sense hätte. Ja, aber wenigstens meine Todesblüte. Das funktioniert. Vielleicht auch. Den Nekromanten besiegen, oh. Müssen die ja deutlich schwächer. Boah, die machen so viel Schaden. Ja, gut, ich habe gerade drei Minions weggehauen und die hatten alle Todesnova. Ja, darum. Und ich stand auch daneben. Ja. Auf einmal, boah, was war das denn? Da hab ich erstmal 100 Meter zurückgelaufen. Wieder kein Gefühl Gerechtigkeit. Komm schon, jetzt ist wieder da. Jetzt müssen wir was packen. Mit Gefühl Gerechtigkeit. Ist so krass, wenn man das hat. Ist easy mode dann. Das hält halt nur 20 Sekunden danach. Ist halt nicht mehr geil. 25 Sekunden hat man Zeit nicht. Jetzt sind wir jetzt erstmal los. Ja, die Minions an sich sind gar nicht so schlimm, aber wenn die mal explodieren mit Todesnora, dann sind sie was absolut zum Kotzen. Wo ist der Beschwörer jetzt hin? Da unten, ey, was macht der denn jetzt da ganz unten? Ja, die verhalten sich ein bisschen random manchmal. Rennen immer hin und her irgendwie, wenn die under pressure sind. Und dann immer Geschmack des Todes. Ja. Dann läuft er noch weiter weg. Oh, der hat sogar Ansteckung. Das wäre lustig. Ha! Weg ist er. Oh, wie er nicht weggeht, ey. Wahrscheinlich wird er geheilt von den Klerikern im Hintergrund. Ist wahrscheinlich. Ja, sind mal was los mit deinen euren Geistern. Wo ist der Geist der Entzauberung, wo ich mal brauche? Zimmer überhaupt, der lebt doch eigentlich. Wieso schießen die Geister denn jetzt nicht auf den? Weil die Geister die anderen Geister versuchen anzugreifen, was nicht funktioniert, Alter. Was ist mit dem Nekromant, ey? Ja, den kann man nicht besiegen, Punkt. Den kann man nicht besiegen. Weil die Geister nicht funktionieren. Wo ist Simmer? Da. Den muss ich jetzt hochflängen. Und der muss hier die Geister aufstellen. Sonst bringt das nichts. Vor allen Dingen Geisterentzauberung. Ich muss jetzt nebenbei spielen. Multitasking, Leute. Girl-Stereotyp. Komm, die Geister. Guck, jetzt mit den Geistern wird er free. Jetzt schmerzhaft Bindung und das war's. Jetzt müsst ihr sofort sterben. Komm. Der müsste jetzt sofort down werden mit schmerzhafter Bindung. Muss doch eigentlich. Also nee, die Heiler haben das entfernt. Ah, okay. Jetzt hat er's wieder. Ja. Oh. Siehst du? Touren mit IQ, ich muss Zimmer selber spielen. So, dann. Achso, das sind diese Cat-Clear-Kinder. Ja, natürlich. Kann sich ja nicht bewegen. Ach so, echt? Mhm. Das macht Sinn. Echt? Sagen, ist mir nie aufgefallen. Das ist ja lustig. Ach so. Ich dachte, das war nur so für einen Flair, so edgy. Die können sich wirklich nicht bewegen, ne? Das wäre witzig. Oh ne, jetzt sind hier auch noch mehr Zombies. Fleischgulem beleben. Hä? Ja, natürlich. Was ist denn jetzt? Auf einmal 100 Gegner hier. Ja. Habe ich hier. Ach, Stein gibt's auf wieder. Oh, ja, aber das ist mein ja nicht mal der Gott. Bus hier. Nee, ist es ja auch nicht. Tschüss.
Die hätten wir wieder pullen müssen, weil... Komm, Fleischgolem, stirb. Fleischgolem Level 32, gleich Level wie du. What the Alter, fuck? Was ist das für ein Koloss? Guck dir den mal an, ey. Ist viel schwerer als der letzte Abschnitt wegen dieser Scheißstelle. Wie er die Geister einfach überragt. Oh ja, okay, jetzt ist natürlich ein bisschen mit dem Zwerg, ey. Bis gleich, das will nicht der letzte Cut sein. So, da sind wir wieder. Hat wieder 100 Jahre gedauert. Ja, wir haben jetzt ein paar Geister da oben raus teleportiert, ja, die ein bisschen genervt haben, sagen wir es mal so. Es wird nicht einen Riesenunterschied machen, aber immerhin etwas. Vor allen Dingen dadurch, dass man hier so eine beschissene Lage hat, weiß ich ja gar nicht, wie man das so richtig angehen soll. Was machen wir denn jetzt? Ja, hier... Hier die Geister aufstellen, ne? Also wir stellen die Geister erstmal. Warte, wir auf. Gucken mal, wo man... Hier, würde ich sagen. Hier mal ein bisschen mehr Höhe. Ja, und ich ziehe dann direkt den Geist raus. Also wenn wir hier... Also damit locke ich halt sozusagen. Ja. Okay, ready? Ja. Wo bin ich? Hier. Boah, ist das gefährlich. Halt mich! Ups. Ja, der Demolierer ist dumm genug gewesen, hierher zu kommen. Der ist jetzt in Range. Jetzt müssen wir die aber eigentlich kaputt kriegen. Wir sind jetzt in Geister-Range. Die Honks. Nein! Jetzt rennt er wieder hoch. Ja, wir müssen den Schattengesang geistlos werden. Oh nein, jetzt kommt wieder ein Dings. Das ist ja Fleischgolem hier, alles klasse. So, den Demolierer hier. Der gefühlt 1 Million Energie hat. Schon Demolierer. Oh, shit. Ah, die können auch alle retzen, oder? Weiß nicht. Ich hoffe nicht, weil dann haben wir echt ein Problem. Da müssen wir uns erst irgendwie einen Tipp holen, wie man das am besten macht hier. Hey, so man, das ist ja das Schwerste, was wir bisher hatten. By far. Ja. Hä? Gar keine Chance. Guck mal, die laufen alle weg da jetzt nach hinten. Ja. Hä, wo laufen die hin? Hä, das ist so random. Hä? Und wieder ein Cut. Also wir sitzen hier wahrscheinlich am Exil 8 Stunden, Leute. Ich hasse das jetzt schon. Leute, jetzt sind die Zwerge weg. Das ist so random. Jetzt können wir die wahrscheinlich zerstören. Hey, ich check das halt nicht. Das ist wie mit der Agrodons in den einen Gebiet. Zerrissene Erde. Ja. Wo auch plötzlich 2 Gruppen waren und es absolut keinen Sinn ergeben hat. Die sind weg. Das war einfach legit nicht möglich zu schaffen im Hard Mode, was da eben abgegangen ist. Also ja. Hä, es ja, ist so dumm, mit 1000, ey. Messt man schon, aber... Ja, natürlich, aber mit normalem Bild nicht. Wir haben immer komische Bugs irgendwie, im Riss ja auch, mit den Greifen, die eigentlich nicht hätten spawnen dürfen. Auf einen gehen alle. Gehen wir alle auf den hier? Ja. Na, dann mal sehen, ob wir die jemals klein kriegen. Ja, wo sind wir? Die Geister aufgestellt hat? Wir haben ja die Geister nicht. Ach, ist das ein Scheiß. Ah, ja, komm, Rückzug jetzt. Rückzug. Ja, ich... Haben wir eh keine Chance gegen uns. Ist doch Schwachsinn jetzt. Mann, Livia. Geh da runter. Guck mal, jetzt hauen sie nämlich wieder ab. Hä? Okay, das heißt, ich muss immer manuell spielen. Kriegen wir hin. Ich muss manuell spielen, der ist so blöd. Ja, ja, weil Sanatius, Dingskung, Söldnerheld 1, weißt du, immer, hier muss die Geister halt oben aufstellen. Ja, ja, dazu ja, müsste ich einen Flecken. Warte erst, bis die komplett weg sind, oder? Gucken wir, ob da noch einer ist. Ja, der Golem. Ja, der ist auch weg, alle müssen weg. Weil irgendwann kommen die nämlich und dann müssen wir bis dahin, müssen wir 1, 2 Kleriker weggehauen ja, haben. Das denke ich mir auch. Mehr kriegen wir eh nicht. Nee, wir müssen die jetzt... Erstmal müssen wir wieder alle da sein. Ja, das meine ich. Zur Ablenkung stellen wir jetzt hier ein paar Geister auf.
Und dann flaggen. Ich hab nichts an. Ah, okay, jetzt habe ich wieder was an. Dieser Bug, den habe ich manchmal im Jahr, der Steinbruch auch. Jeremy ist wohl der squishigste, wenn er nicht Minions hat, sehe ich gerade. Ja, der hat richtig wenig Leben. So. Ja. Dann hat der Löwe, ey. Habe ich auch manuell gemacht. Ja, dann holen wir noch Jeremy, wa? Ja. Ja, aber nicht ohne Sanatius, wenn den nicht hier hinholst. Alter. Sowas triggert mich. Wie erwartest du das, dass der es allein zurückschafft? Ja, ich habe 60 Cooldown. Ja, nein, Sanatius, nein. Nicht alleine. Ja, 30 Sekunden trotzdem. Ja, müssen wir ohne machen, der bringt ja eh nichts. Ja, ist halt nicht viel mehr als ein Beach Shield momentan. Na, ohne Minions. Auf geht's, wa? Ja. Los, die Magie! Ab geht's. Aber hier müssen die Geister wohl treffen. Hoffen was. Nö. Zumindest diesen einen hier. Nö, weil die wieder Dingsvorteil haben. Es ist so dumm mit den Höhendings, was das ausmacht. Und da kommen wieder die Arschgeigen. Weg. Komm runter. Run for the hills, Alter. Ja, der Höhenvorteil ist das Problem. Ja, die Geister müssen noch irgendwie noch einen Tucken weiter nach oben. Okay. Was machen die jetzt für ein Scheiß? Hey, was ist denn jetzt? Wo sind die alle hin? Achso, bei dir sind die alle noch da. Okay, weil bei mir auf der Karte sind einfach nur 2 Punkte. Hä? Ja, weil ich down bin. Ich glaube, dann verschwinden einfach Gegner auf der Karte. Die Untoten müssen sich halt verpissen. Wir haben wirklich nur die Chance, dass wir irgendwie versuchen, einen Kleriker nach dem anderen langsam wegzubumsen und immer wieder abzuhauen. Anders geht's nicht. Und dafür müssen wir es irgendwie geschissen kriegen, dass die Geister günstig stehen. Wenn die nicht angreifen können, impossible. Warte. Oh! Komm schon, Sanatius! Heal me! Ja, okay, schon mal nicht schlecht. Ja, nur der Jeremy ist immer verloren. Ja, Jeremy ist unsavable, das geht einfach nicht. So, kurz einmal zu Atem kommen hier. Was machen die denn da? So, Jeremy, ja. Danke, Livia, für den Versuch. Goran, er will es unbedingt wissen, ey. Der will da echt hin, ne? Okay. Goran, er will einfach. Ja, was ist jetzt? Nicht? Der tauntet hier. Okay, wollen wir einfach? Ja. Das Problem ist halt mit dem Simmer. Ich muss den jetzt hier hinflängen, noch näher ran. So, wenn du jetzt hier die Scheiße aufstellst, musst du. Warum treffen die denn nicht? Jetzt treffen sie. Schmerzhafte Bindung manuell. Let's go. Komm schon, einer. Jetzt sind die Geister da. Also wenn es jetzt nicht geht, dem jetzt hingehen. Jetzt kommen wieder die Arschgeigen. Mann, den scheiß Kleriker, komm. Ja, schmerzhafte Bindung wird komplett gepressured wie Scheiße und die kann man nicht besiegen. Wir müssen durchrennen. Jetzt mit durchlaufen. Das geht ja sonst nicht. Oder? Nee. What the fuck? Wo ist denn dieser komische Punkt? What the actual fuck?
Hier kommen noch 1000 Gegner. Das ist ja unschaffbar. Das kann man ja gar nicht schaffen. Ja gut, ich meine, wenn man hier erstmal stände und die wären alle weg, da hätte man ja wieder einen relativ safen Ausgangspunkt. Ja, man wird aber nie stehen. Ja, ich weiß nicht, wie man die Kleriker platt machen soll. Die kann man nicht besiegen. Es geht nicht. Du kannst doch nicht eine Gruppe von 8 Healern besiegen. Eigentlich nur mit Messmann. Es sei denn, du hast irgendwie Geißelheilung oder so. Es sei denn, du hast 1000 Messmann, ja. Ja, oder das. Sieh mal zu, dass sie hier sterben. Ach so. Liebe, ja, das ja, wie wollen wir das denn jetzt machen? Das ist ja viel schwerer als Scherben vor Ohr. Das kann man nicht schaffen. Wir erstmal uns einen Tipp an. Irgendwie. Vielleicht gibt es hier irgendwie einen Trick. Den Tipp, Messmann. Ist der Tipp. Mann, wir müssen da durchrennen. Ach, das geht nicht mehr mit dem Malus. Wir müssen das neu starten, das ganze Gebiet. Das ist natürlich geil. Wieder das halbe Gebiet durchrennen. Das kann man halt mit dem Malus nicht schaffen. Wie denn? 40 Malus. Wie soll man das denn schaffen? Was wir machen können, ist eventuell, dass man halt sich für diese einzelnen Gebiete halt extra vorbereitet. Ne? Das ist aber natürlich nicht so, wie es... Ja, keine Ahnung, kann man sagen. Weiß nicht, ob man sagen kann, so ist es nicht gedacht. Also man kann es halt so machen. Aber man kann natürlich auch einfach... Keine Ahnung. Also es, weil ich meine, wenn man sich auf die Kleriker vorbereitet, kann man die besiegen. Ey, wenn du die mit Geißelheilung oder Strahl des Urteils oder Bandschuss oder was weiß ich. Nix. Aber. Leute, keine Ahnung, was da machen. Keine Ahnung. Das ist der schlechteste Part. Ich hasse mich und das ganze Spiel auch gerade. Zwerg zu so. Also, letzte Chance. Zeit, dass man die Zwerge da rausholt. Dass man die bis zur Nische hier zieht, wo die Geister halt richtig rumstressen und dass die halt keine Heilung bekommen. Der nächstbeste Zwerg ist, das ist gar nicht so einfach. Wir haben mal aus jetzt eine Zuckerstange entfernt von uns selbst. Da. Ich kann halt Helden nicht geht sehen, ja nicht. Welches der nächstbeste Zwerg ist. Zum Glück greifen diese komischen Kleriker. Die kommen ja irgendwo automatisch, die Zwerge. So wie ich das verstanden habe. Kacke, das geht nicht. Ich muss die erstmal sehen, die Zwerge. Jetzt die kommen noch jetzt. Okay, gut. Du musst den noch weiter pullen. Bloß immer angreifen und dann halt immer weiter zurücklaufen. Na, jetzt ist der Natius aber gestorben. For whatever reason. Das check ich auch nicht so richtig. Hä, ich verstehe es halt nicht. Warum mache ich. Wo kommt denn jetzt der ganze Schaden auf einmal her? Hä? Steht ja in gar kein Verhältnis. Vielleicht kommen die Zwerge nach. Oh. Aber sie kommen, guck, sie kommen. Ja, aber jetzt ist doch zu spät. Sind doch alle tot schon wieder. Ja, locker bleiben vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht bleiben die dann hier unten stehen oder so. Aber, ja, komm. Einfach hier runter. Das ist nicht so einfach. Die sind immer noch zu nah dran. Für die Kleriker können die ja noch heilen an der Stelle, oder? Meinst du? Wirkt so, ne? Nee, der Verteidiger ist tot. Ein Zwerg ist gestorben. Bleiben die ja hier stehen. Pay to win, Leute. Nein, bleiben. Ach, der wurde wiederbelebt. Das ist so eine verfickte Scheiße. Wer sich das ausgedacht hat, gehört kastriert, eingesperrt und gefoltert. Mit enger. Das geht nicht. Und soll ich euch mal was sagen? Alle Videos sind Pussy-Mode. Normal-Mode, weil keiner Bock auf diese abgefuckte Scheiße hat, weil es unmöglich ist. Und selbst im Pussy-Mode. Wisst ihr, was die da machen? Selbst was ihr. Wisst ihr, was die Pussy-Mode machen? Die brauchen auch ewig. Die brauchen auch ewig. Im Pussy-Mode. Da sterben die nämlich auch nicht. Und da sind die nur Level 20. Hier sind die 26. Es steht in keinem Verhältnis. Leute. Steht in keinem Verhältnis. Ja gut, dann gucken wir jetzt mal. Vielleicht haben wir Glück und die Zwerge blieben unten, aber das glaube ich auch. Nein! Die bleiben nicht unten. Cut. Da stellen die so Leute, da sind wir wieder. Irgendwie sind die Zwerge da geblieben. So, Gott hat Mitleid mit uns. Hast oder so. Geister ready? Nee, noch nicht. Ja, der Missklang, der lädt so lange auf. Den brauchen wir jetzt nicht. Okay. Ja.
Dann sind wir jetzt Schlaues, was er nicht ist. Ich mach's manuell. Ja, der Verteidiger ist instant gestorben, wie ich es dachte. So, die müssen jetzt alle hier runterkommen, diese Pisser. Woher soll man denn sowas wissen? Aber immerhin machen wir es im Hardmode. Guckt euch die anderen Gameplays an auf YouTube. Das Einzige, was du findest, ist vom Exil, dass niemand Hardmode spielt. Nur immer Dunscher an den Schwarzen. Mann! Ja, und die retzen sich halt die ganze Zeit. Das kotzt halt auch an. Es sind aber auch einfach zu viele. Wie soll man das schaffen? Ja, und das jetzt sogar ohne Kleriker. Es liegt halt an dem Malus. Die konnten das halt nicht wissen, dass es so übertrieben ist. Und das ist so eine ultimative Try-Hard, Try-and-Error-Strategie erfordert. Woher sollte man das denn wissen? Boah. Keine Chance. Ja, aber guck mal, jetzt kommen die sind ja auch alle wieder da dann, ne? Das Einzige, was man hoffen kann, ist, dass, ja, auch selbst das, selbst wenn die alle ganz unten wären, ich meine, jetzt haben die natürlich gute Stellungsspiele, ne? Aber trotzdem, ey. Ganzen Sachen bringen heute auch nichts. Vor allem nicht für die Gruppe ist, außer die Kleeblätter. Ja, aber die bringen auch nicht viel, oder? Erst Glück. Können auch 15 entfernen. Wie soll das da hier noch. Die habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Schau nicht. Den Blätter. Na, bis gleich. So, ihr Lieben, ich nehme jetzt diese Glücksklee. Ich glaube, im Spiel gibt es nichts, was uns mehr abfuckt als das. Sprich, wir haben es jetzt verbraten. Damit ist es offiziell bestätigt, das Exil im Hard Mode ist das Schwerste, was das Spiel zu bieten hat. Schwerer als Malex. Und alles andere. Bei Unterwelt ist nur wissen, was man machen muss. Eigentlich, wenn man ehrlich ist. So, jetzt kommen wir. Mal sehen, was jetzt passiert. Wir sind jetzt aber an der Ecke, wo man nicht trifft. Ja, aber den kriegen wir down hier, den Verteidiger. Ja, der war eben auch schon mal down. Ja, aber diesmal ohne, dass wir Schaden gekriegt haben, fast. Echt? Guck doch, siehst du auch. Der Verteidiger ist schon wieder da. Aber ist auch schon wieder tot. Locker bleiben, das sieht viel besser aus. Haben die auch Sterben malus vielleicht? Ja, vielleicht liegt es auch an den Glücksklee. Ah, es hat auch was gebracht, sicher. Wenn alle ein bisschen weniger Malus haben. War aber wenig, hat Pech. Ja, hat's echt Pech, habe ich auch gesehen. Ja, solche Items sind absolut bescheuert. Wenn man taktisch was machen möchte und dann vor allem G-abhängig ist, das ist halt ganz große Scheiße. Ja, aber hier, was siehst du? Ja, jetzt können sie nicht mehr gewinnen. Jetzt ist zu viel verloren. Hattest du eben auch den Legionär? Ich habe den immer mal probiert wieder zu benutzen. Ja, aber es stirbt sofort, ne? Ja, jetzt ist vorbei. Leute, wir haben noch Chancen. Von den Klerikern habe ich keine Angst. Es war immer, wir haben immer richtig auf Fresse bekommen, wenn die kamen. Und da hast du ja gesehen, alleine haben die uns ja auch besiegt, ohne Kleriker. Ja, ja. Das heißt, die Kleriker sind nicht so schlimm. Jetzt wissen wir ja auch, dass die nicht mehr kommen. Jetzt können wir wirklich da einfach reinrasen. So, jetzt können wir ja eigentlich einfach nach hier oben, dann kann Dings die Geister genau. Auch besser aufstellen. Genau, wenn er es dann macht. Macht er eh nicht richtig. Muss den selber spielen. Ich spiele ihn jetzt selbst. Wer macht denn jetzt noch Schaden? So, jetzt stelle ich manuell die Geister nebenbei auf. Multitasking. Ja, das sind Smiter. Nee. Da sind noch Zombies. Da kommen noch mehr Gegner und noch mehr Zwerge. What the fuck? Hä? Das ist ja genau wie eben. Ja. Das ist ja ultra random. Hä? Ich meine, andererseits, wir haben jetzt, glaube ich, ein, zwei Kleriker wenigstens gekriegt. Und wir wissen haben jetzt, wir. Nö. Haben wir nicht? Nö. Ich glaube nicht. Aber wir haben jetzt zumindest eine Taktik. Es ist zwar ultra lame, aber es funktioniert. Wieso ist das lame? Ja, weil das halt ewig dauert und halt ja. Voll cheesing ist, so, aber. Ich muss mich jetzt wieder opfern. Runter. Wir müssen das beobachten, ob die wieder kommen.
Naja, eigentlich müssten sie es ja. Ich check das nicht, Leute. Das kann man nicht verstehen. Könnt ihr jetzt gerne schreiben, das ist das nicht. Ja, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie. Das ergibt okay, halt jetzt keinen Sinn. Wir versuchen, die runterzukriegen. Ja, eben. Da könnt ihr mir meinetwegen schreiben, ihr seid so schlecht. Das ergibt halt keinen Sinn hier. Wie die AI. Warum da jetzt manchmal wieder Gegner kommen, warum nicht? Das ist strategisch nicht berechenbar. Leider. Muss jetzt versuchen, dass ich die da hinten pullen kann. So, jetzt kommen sie. Die müssen ja irgendwann mal ein Ende nehmen, hoffe ich. Ja, irgendwann sind ja keine Gegner mehr da. Ja, hoffe ich. So, jetzt warte, jetzt müssen wir immer weiter runter wieder, wie eben. Ja. Einfach laufen. Weil die kommen schon noch irgendwie. Die kommen, ne? Ich glaub schon. Ja, die kommen jetzt. Wir müssen einfach die wieder dahin locken, wo sie eben auch waren. Die kommen schon irgendwann runter. Glaube ich. Okay, vielleicht auch nicht. Ich gehe mal wieder hoch und lock die nochmal. So, locker bleiben. Sie kommen jetzt. Sie kommen. Ja. Oh nee, au, in die Geister, das war's. Ja, in die Geister. Ah, das will man machen. Aber sie kommen. Das ist schon mal nicht schlecht. Selbst wenn ja, der Demolierer ist hier wenigstens. Wird jetzt selber demoliert. Ja, gut, aber der kommt ja, ja eh wieder. Das bringt ja nur ein bisschen. Zombie-Reiter, es sind Zombies und Steingipfel jetzt. Das ist so wack. Das ist so wack. Wir müssen versuchen, die wieder da unten hinzukriegen. Wir müssen eigentlich um die Ecke gehen. So lange. Ja, aber nicht, dass die wieder abhauen. Ja gut, aber was wollen wir machen? Wir können die nur da unten richtig besiegen. Ja, wegen den Klerikern, ne? Ja. Aber jetzt versuchen wir mal... Ja, wir müssen jetzt. Hier ist ein Wärter, den können wir besiegen. Der ist sehr weit unten. Ja. Und der Demolisher ist auch schon wieder da. Aber den kriegen wir, glaube ich. Warte, warte. Ja, der kann nix. Ja. Aber der Wärter ist nervig. Der macht immer hier den Flächenscheiß. Ja, das ist jetzt echt anstrengend. Ich bin voll am Tryharden gerade. So. Ja, das ist die Scheiße hier. Das ist... Ja gut, jetzt wir werden wiederkommen, nicht aufgeladen. Das ist vorbei. Kann man nichts machen. Ja, aber ey, guck mal. Entweder vielleicht hast du ja noch, vielleicht kommt's noch. Ja. Ja, aber ich habe ja das Mana jetzt nicht. Jetzt würde ich die Helden mal so um die Ecke flängen, weißt du? Dass die wieder da unten hin vielleicht laufen alle. Dass sie uns verfolgen bis da, wo wir eine bessere Stellung haben. Ich sterbe halt instant, wenn ich das mache. Ja, ist doch nicht so schlimm. Das ist. Also ist nervig, aber geht halt nicht anders. Ah shit. Ja, ja okay. Okay, so, jetzt sind die aber wenigstens wieder hier unten, hoffe ich, dass sie sich nicht verpissen wieder. Alles zu geben, keine Chance. Nein, bitte lass die nicht zurücklaufen. Ja, natürlich laufen die zurück. Aber haben sie doch eben auch nicht gemacht. Leute, wir werden. Den Weg kann ich einfach nicht mehr sehen. Ich habe so innerlich Aggression und Zerstörungswut. Ich würde am liebsten hier alles auseinanderreißen. Da, Leute, sind wir wieder. Das 500. Mal. Ich warte wird mal, ja nicht ob das die letzte alleine sein. Kommen, solange man hier in der Aggro-Reichweite steht, weißt du? Ich weiß halt nicht, ob. Weil ich will ja nicht hochlaufen, dann gehe ich ja drauf, weißt du? Das ist ja der Mist. Ich hoffe halt, dass sie von alleine irgendwann kommen. Haben sie ja sonst auch immer gemacht. Vielleicht muss man denen einmal Schaden machen, den Geistern. Den Klerikern. Wahrscheinlich. Habe ich jetzt? Was war's knapp, ey? Ja, es hat aber anscheinend nicht gereicht, weil kommt ja keiner. Vielleicht bleiben sie ja weg. Das ist halt. Da habe ich mit Tetner eben drüber gequatscht. Das ist so random und dumm gemacht. Ja, gut, wir können jetzt halt probieren, wieder hoch und die Kleriker bumsen. Ne? Aber ob das klappt? Wollen wir einfach probieren? Den müssen wir ja. Ja. Make sure, dass Meister Simagir ready ist, die Geister zu bauen. Ist er, aber ich muss den ja dahin flängen, weil es sonst nicht geht. Den müssen wir jetzt einfach klein. Ne, da kommen sie, weg! Okay, alle runter, alle runter, alle runter, alle runter. Alle runter schicken. Hä, sie drehen wieder um, oder? Mhm. Nee, doch nicht. Die drehen nie um. Alle runter schicken.
Und da einfach dafür sorgen, dass wir hier um die Ecke kommen, weißt du? Damit ja. die nicht mehr von den Klerikern so genervt werden. Ich hoffe, die kommen halt trotzdem einfach irgendwann. Warte, ich laufe hoch, um die ein bisschen zu pullen. Zombie-Reiter ist da noch. Ach, die besiegen jetzt erst die Geister, das ist okay. Ja, ja, ich will hier nur stehen bleiben, dass die nicht die Aggro verlieren, weißt du? Ich wünschte, ich hätte einen Stab. Ich brauche mal einen Stab. Weil der hat nicht das Problem, weißt du, was ich meine? Mhm. Die haben nämlich den Vorteil, Höhenvorteil und Nachteil nicht. Das gibt's bei Stäben nämlich nicht. Stimmt, ne? Ja. Weil sonst mit dem Bogen brauche ich es gar nicht probieren, da treffe ich den nie. Oh, jetzt bleib stehen, du Arschloch. Okay, jetzt muss ich aber runter. Ja, ja, jetzt kommt er. Ah, doch nicht. Jetzt komm. Vor allem die Gegner haben ja auch unendlich Mana. Ich glaube, wir müssen ein Stückchen weiter hoch. Ja, müssen wir ja leider auch. Aber dann kommen wieder die Kleriker mit der Heilung. Ja, ja, aber wir müssen die erstmal die Aggro hart genug haben, dass sie sich nicht... Ja, okay, jetzt verpisst er sich wieder. Komm! Ich hätte noch eine Idee, dass mit Zimmer Manuel so eine Wand aus Geistern baust, die immer wieder der nächste Nein. Geist, nächste Geist... Ja, okay, RIP. Ja. Komm, hol mich zurück. Ich mach das mal. Jawohl. Ja, doch reicht. Die kommen jetzt. Ich bin noch in der Aggro-Reichweite. Eigentlich dürfte er sich jetzt nicht verpissen. So, jetzt kommt hier ein Zwerg. Was macht der? Was macht Sanatius? Der soll sich verpissen. So, jetzt haben wir hier zwei. Ja, ja, ja. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Wir müssten noch ein bisschen weiter runterkommen. Irgendwie schon, ne? Ich versuch die Helden halt immer weiter runter zu pullen, weißt du? Also, dass man die immer weiter nach hinten stellt. Ja, wieso ist der Nazis jetzt draufgegangen? Er sollte eigentlich hier unten stehen. Och, Kinders. Okay, komm. Was ist das denn jetzt hier, ey? Den Eifer raus. Oh, der ist weg. Jetzt sind dafür wieder 1000 Minion schon wieder da. Nervig, nervig. Doch irgendwie möglich sein, die nach da unten zu manövrieren. Dass die jetzt mal mitkommen. Weil Fleischgolem tankt so viel wie ein Boss. Eben ist doch auch mitgekommen nach unten. Ach, nee. Ja, guck mal, jetzt sind sie aber schon weiter unten als eben. Guck mal, die sind ja. jetzt ja schon da ganz unten. So. Gehen wir mal auf den Zombie-Reiter hier. Oh shit. Okay. Ist der Damage doch ein bisschen zu krass bei denen. Ja, warum machen die überhaupt so viel Schaden? Gute Frage. Ha! Ich habe wenigstens noch einmal Rettet euch selbst rausbekommen. Sanatius das Problem. Da machen die so viel Schaden, weil er immer sofort stirbt. Ja, er wird halt schnell rausfokussiert. Okay, der ist auch. Aber wir haben es weggekriegt. Kann das sein, dass die alle sind jetzt? Die sind tot. Aha, nee, der Schütze lebt noch. Steht noch. Aber der kann nicht retten, oder? Doch. Oh, ja, dann müssen wir den jetzt der auch noch Siegel der Wiederbelebung. Das hat er aber, glaube ich, schon verwendet. Das kann man ja dann nicht mehr verwenden. Sollte man zumindest eigentlich nicht mehr können. Und außerdem lebt Quen zum Interrupten. Die ist ja da für Interrupting. So. Yes, wenn jetzt noch mehr kommen, dann rast ich ja, komplett aus und schleiche alles zusammen. Ich sag's euch, wie es ist. So, hast du noch. Ja, du hast wenig Mana, ist gut. Weil ich habe auch jetzt 60%. Ja, ich habe wieder Zuckerstangen sowieso. Das soll ja, jetzt kein Problem sein. Ich guck mal auf Karte nebenbei, ob da wieder irgendein Bullshit passiert. So, ich glaube, wir haben gerade Kleriker besiegt. Ja. Und da kommen keine mehr. Okay, let's go. Yes, Leute, wir schaffen das Hardmod auf über richtig abgefuckte Scheißwege. Aber hey, kreativ, ohne irgendwelche dummen Guides. Weil wir haben eben geguckt, wie man das machen soll und dann das ganze Gameplay immer Normal Mode. Grüße gehen raus an die Versager, die Normal Mode
call mal einen Kleriker aus, damit wir auf den gleichen gehen. Der hat den höheren Vorteil, muss weg. Ist der. Der Gorn ist geil, wenn er richtig on point ist und die mal umschmeißt. Welchen jetzt? Den. Wo Gorn dran steht. Ja. Der ist echt nicht schlecht, wenn er die mal umschmeißt. Ja, klar. Bei diesem Gegner jetzt ist er wirklich. Ja, finde ich auch. Ich fass es nicht, ey. Ja, die Stelle war wirklich das Schwerste, was wir hier hatten, ne? Aber auch die unfairste und dümmste. Ja. Ey, was soll das denn? Oh Mann. Lass mal einen Dietrich benutzen, jo. Ist ja nur der eine. Ne, da ist noch einer. Ja. Yes. So, jetzt haben wir einen Höhenvorteil. Ja, das ist doch jetzt mal ein guter Punkt. Ey. Das ist schon besser als so einiges, was wir bisher hatten. Ey. Schmeiß mir mal bitte noch so eine Dings rüber. Haben wir aber nicht mehr viel. Du weißt, was noch alles kommt im Spiel. Die kriegt man ja nie mehr. Ich weiß auch gar nicht, wo ich die her habe. Ich glaube, ich habe die gekauft. Für Ecken oder so. So. Ja, wenn ich Steuerung drücke, ey, dann kriege ich schon wieder einen Kotzkrampf. Ja, vor allen Dingen, weil ich immer Steingipfel lese. So, ich würde sagen, wir bleiben hier stehen und versuchen, die hier hinzupullen, oder? Hier, ja, wo ich stehe. Also sozusagen am Gipfel. Solange es nicht der Steingipfel ist, ey. So, dann gehe ich mal, wa? Kannst du machen. Jetzt muss es ja easy werden. Ich muss mal eben den Bogen wieder rein. Easy werden? Ich werde nie wieder sagen, dass hier irgendwas easy ist. Nie wieder. Wenn du noch so töricht bist und weiter sagst. Alter, das kann doch nicht wahr sein, dass das so eine Riesengruppe schon wieder ist. Aber wir haben so einen massiven Höhenvorteil, ich sehe jetzt nicht so schwer. Also ganz ehrlich, spätestens jetzt, klar, am Anfang habe ich auch immer gedacht, ja, Höhenvorteil ist nur so ein Gimmick. Spätestens jetzt seht ihr, wie wichtig das ist. Kein Scherz jetzt. Es ist so brutal wichtig, dieser Höhenvorteil. Aber ich glaube, it's not even funny anymore. Was? Ja, weil die sich wieder gerätzt haben, die Assis. Ja, geht nicht. Geht nicht. Weg, ne? Ja. Ja, geht nicht anders. Wir müssen raus aus der Nummer. Auch wenn der Priester, der war so oft fast down, aber oder durchrennen zu den. Ja, aber wo ist das denn? Siehst du das von hier aus? Ja, aber ist trotzdem scheiße. Ja, kann man so und so sehen, ne? Wieso ist der Priester da jetzt ganz allein? Ah ne, ist ein Wärter. Ja, macht's nicht besser, warum ist der da alleine? Ach so, da links. Hä, sicher, dass das auf unserer Höhe ist, dieses Teil? Nein, es ist nicht. Da ist das. Und wie kommt man da hin? Muss man allen vorbeirennen? Ja. Haben sie extra so gemacht, dass man es nicht cheesen kann. Ich kann das auf der Karte halt nicht erkennen, wo genau man langlaufen muss. Ja. Da runter. Aha, okay. Da ist das. Ich glaube, das schaffen wir, oder? Ja, aber die Frage ist, ob das eine gute Idee ist. Aber noch mehr Gegner, der Drache ist da ja auch noch. Der ist eigentlich total bescheuert. Natürlich ist es bescheuert. Weil er immer wieder da unten. Ja, eben. Und dann haben wir ständig. An sich ist das absolut. Ja, eben. An sich ist das absolut bescheuert. Vielleicht habe ich das extra so gemacht, damit man es nicht aus Versehen aktiviert und dann voll gebumst ist. Das kann sogar sein, ja. Ich glaube, hier kommen Fleck die mal weg. Relativ easy alle raus, wa? Ja, aber nur wenn du fleckst. Oh. Hier ist ja schon gefleckt. Ja, jetzt kommt der Kackpriester auf einmal wieder da an der Wand. Der nützt aber nichts. Der kommt jetzt immer. Ja. Gut, wenn er jetzt hier bleibt, dann kann er gerne sterben. Der Priester. Ja, das, wenn das passt. Nicht. Der ist einfach immer noch zu krass. Ich würde so gewünscht, ich wäre, hätte mein anderes Bild. Ey, so bin ich halt immer so. Ja, ist es halt wirklich so. Ja.
Das ist nämlich hier die Schwierigkeit, dass man diesen Müll alles mitnehmen muss. Ja, klar, jetzt kommt noch mehr. Schon wieder dieser abgefuckte random Scheiß. Das ist so ein Quatsch, dieser Dungeon. Das ist so ein Quatsch. Wieso kommen dann auf einmal 200 noch extra? Hä? Steht in keinem Verhältnis. Das ist echt, als wenn der ganze Dungeon immer zu Hilfe eilt. Ja, es ist wirklich so. Als wenn die so Alarm schlagen. Ey. Das war aber in dem ersten Bereich nicht so. Warte, noch nicht wiederholen. Ich muss erst runterflaggen. So. Jetzt kannst du. Können auch ruhig hier lassen, den Flag. Ja, stimmt. Ich auch triggert, ist immer wieder diesen heroischen Refrain neu zu machen. Das riecht so hart auf. Ja. Lustig ist, die günstigen Winde sind wirklich günstig. Ich finde nur, was I mean. Nein, der Löwe! Der ist doch gut. Ja, ja. Vielleicht kommen jetzt sind es halt nicht so viele. Wenn wir die schnell jetzt down kriegen würden, dann wäre es halt gegessen. Dann kommen die anderen nach, aber dann ist ja egal. Das zieht sich jetzt zu den ganzen Dungeons. Man muss immer die Map im Auge behalten. Sobald da Verstärkung kommt, muss man sofort weg. Ja, aber einen müssen wir jetzt noch platt machen. Ja, der Priester hoffentlich. Wo ist der denn? Der Priester da. Ich mache auch schmerzhaft Bindung immer manuell. Ja. Und ja, jetzt ist er tot, weil ich schmerzhaft... Ich muss Simmer nebenbei auch noch spielen. Was verlangen die von mir? Ich muss den manuell spielen. Die AI ist zu schlecht mit Rito. Für meine Verhältnisse. Ich hab den ja gemaint. Wir müssen nach vorne laufen, der Eiferer. Das wäre gut. Nee, wir müssen jetzt dahin. Ist doch nur der. Ja, aber ich habe Angst, dass die von hier hinten nachkommen. Ja, aber die müssen wir auch eh danach besiegen. Ist doch nur der Eifer-Typ. Ja, aber da könnten wir hier nochmal die Geister wieder aufstellen. Ach so, ja. Aber der hat die jetzt schon hier wieder automatisch aufgestellt. Ja, ist ja egal. Dann warten wir halt ein Sekündchen. Gut. Das ist ja aber jetzt, macht das den Kohl auch nicht mehr fett, ey. Wir sind in dieser Ebene schon 2 Stunden. Okay, also wenn man jetzt mal so Steuerung drückt, sieht man, dass es nur noch... Dass es immer noch fucking viel ist. Danke. Das ist Urgut. Ja, aber sind das ist quasi Urgutsbau. Nur, dass man eine Achtergruppe hat und scheiß Builds. Urgutsbau ist nicht viel mehr. Nur, dass die Gegner schlechter sind. Und meine 12er-Gruppe hat. Das ist Urwitz Bau. Ja. Es wird ein Witz dagegen. Und Tiefe ist auch schwer. Aus Gründen, die ich nur nicht vorwegnehmen möchte. Da kommt noch anderer Scheiß dazu. Flächendebuffs, Gruppentrennung und allen Scheiß. So, dann versuchen wir mal den Priester, ohne dass die anderen kommen. Ich glaube, Geister treffen schon wieder nicht. Danke, Simmer. Oh, haben wir. Oh, jetzt so, müssen wir die Zombies, oben, die können oben, ja nicht so schwer oben. Sein. Schön nach oben hier. So, ja, ich würde sagen, hier stehen wir ganz gut, wa? Ja. Na, dann holen wir die doch mal von da unten. Ja. Und Angriff. Oh, die Sicht ist versperrt. Ja, bam, schön auf den verrotteten Drachen, ey. So ein geiler Name. So, jetzt haben wir den Checkpoint aktiviert, ne? Ja, das ist jetzt blöd. Weil die Geister stehen natürlich jetzt kaputt. Ja, das war ihnen klar. Und wie ich mein Glück kenne, gehen die jetzt auch noch rein. Nee, die kommen nicht. Faulschuppe, ey. Der kann irgendwie komischerweise gar nichts. Kann das sein? Das sind halt nur die Steingipfel. Der hat nur normal angegriffen. Ja, also kann er gar nichts. Ja. Jetzt den Knochendiener her? Ist doch gar kein Sinn. Doch, da hinten beim Druckner-Licht. Achso, doch. Ach, da steht ja. Der. Hab ich gar nicht gesehen, weil das blendet, ey. Ja, dann hat jetzt sein letztes Stündlein geschlagen. So. Ich habe immer Angst, die Todesblüte einzusetzen, weil ich dann so viele Minions weghaue, dass sie alle Todesnova haben, ey. So, ja, stimmt.
Das war ja so. Leider auch consideren. Ich hole mal den Geist des Schmerzen, den portiere ich da jetzt weg, damit der uns bei dem nächsten Kampf nicht auf den Sack geht. Das sind auch schon wieder diese Kettenkleriker. Nur die. Ja, ist doch egal, nicht holen. Das ist ja easy. Erstmal ja, außer der, ich werde oben die Karte im Auge behalten, nicht, dass da wieder welche kommen. Ja, aber da, selbst dann wären die ja nicht, hätten die nicht so einen brutalen, unfairen Stellungsvorteil. Das stimmt. Weil das war halt wirklich. Vor allen Dingen mit Zickzack auch noch, ja, damit es ja. Extra assi ist und Wand dazwischen. So, dann mal auf Nummer 1 hier, wa? Ah, jetzt kommt natürlich ein Ghoul random dazu. Mhm. Das ist echt Kaizo Mario der Guild Wars Spiele. Sehr schwer als Dark Souls, der Scheiß hier. Ja, genau, Bannstoß, 1 Million Damage. Ist halt echt so. So. Vor allen Dingen ist heiliger okay, Schaden, ne? Kann man sich nicht gegen rüsten, oder? So, schön aufpassen. Das wird doch schon wieder nix. Wenn die jetzt auch noch kommen. Sind halt schon wieder diese Steingipfel-Assis. Das ist so lächerlich. Aber der Demolierer geht jetzt drauf. Der kann zum Glück nichts. Der Einzige, der nicht gut ist von denen. Komischerweise ist es wieder der Krieger, der nichts kann. Ne? Ja, weil die. Nur die Char im Ebon-Gebiet haben gut Kriegerbilds. 100 Klingen halt. Ja, ich finde die Char im. Alt-Askalon, finde ich, haben jetzt auch kein schlechtes. Weißt du nicht mehr, was die hatten? Die haben auch 100 Klingen. Ah, ja, dann haben, sind die einzig guten Krieger. Und sowas Wildes wie Dolchkrieger und Sensenkrieger sieht man, glaube ich, nicht. Ich glaube nicht mal bei den Guild Wars Beyonds an, weil ich mir da nicht sicher bin. Lassen wir uns überraschen. Weil die sind ungefähr auf Guild Wars Beyond Level hier, diese Steingipfel. Ja, ist so, ey. Wirklich? So, wo stehen denn jetzt noch Leute? Da ist noch Geist der Schmerzen. Da ist ein Kleriker wieder. Ja. Der Schutzgeist hat, deswegen macht man denen auch so wenig Schaden. Wenn der Geist der Entzauberung das nicht wegmacht. Eiferer hielt auch, alle healen irgendwie, alle haben Heals. Jeder hat eine Heilung, Dingens. Okay. Unser Bild, wenn die Geister nicht richtig stehen, macht zu wenig Schaden. Auf jeden Fall. Wenn die so viele Heal haben. Dip, 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 dip. Ja gut, das zaubert mir wieder ein Lächeln aufs Gesicht. Ich das höre. Das ist so geil. Jetzt hat es perfekt fast. Dim, dim, dim. Und dann war der Kampf zu Ende. Schuck. Soll ich dir was Positives sagen? Jetzt kommt der Boss. Na, der kann ja nicht so. Oh, Schockphantom. Was waren die denn jetzt hier von, ja, vom untoten Licht? Wir passen halt auf, dass keiner reingeht. Oh, wo kommt der denn jetzt her? Tschüss. Ja gut, der ist ja nur Toast. Tauschen ist so mien, ey. Guck mal, kommt hier denn jetzt her? Ja, jetzt sind die Schockphantome natürlich auch da. Aber mit denen kam man eigentlich in der Vergangenheit gut klar. Nun gut, da hatten wir auch keinen 60 Malus. Wobei, es geht, ne? Das ist nicht so schlimm. Gegen rettet euch selbst. Elis haben gegen uns nicht so viel zu melden, kommen mir so vor. Kann das? Ja. Rettet euch selbst. Bringt doch die 20% Rüstungsignorierung nichts, so, wenn man so viel Rüstung hat. What the fuck? Ah, er ist Schockphantom besiegen. Ach, wahrscheinlich. Da ist noch ein. Oh. Weiß nicht, was man machen muss. Ich glaube, hier spawnen jetzt ganz viele Gegner erstmal.
kommen immer mehr. Guck. Das muss ja gescriptet sein. Ja, die sind ja zum Glück nicht so gefährlich. Oder? Warum haben wir denn jetzt Ruftgespenst? Was? Hast du nicht auch einen Moralschub gerade gekriegt? Ah, ich hab den gekriegt wegen den Zwerge-Dings. Ja. Guck, was sind das für welche? Oh, sind so Interrupt-Messmer. Ja. 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 Oh, was ist das denn jetzt noch für ein Gimmick, ey? Jetzt kommen hier 1000 Untote. Aber ist eigentlich ganz gut, weil wir sind jetzt immer in Adrenalinrausch und die Geister stehen schon hier. Eigentlich ziehen die ja voll den Kürzeren, oder? So, jetzt sind sie alle weg und die Tür ist immer noch zu. Ey, dann flipp ich aus. Ah, nee, okay, kommen immer mehr. Ja, die können ja gar nichts. Die stehen auch bei Dunschein und Schwarzen übrigens. Das sind einfach so Toucher. Aggrodon nur in schlecht. Aggrodon. Wobei die natürlich die Rüstung ignorieren, was natürlich doch ein bisschen nervig sein kann. As you can see. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Ja, weil ihr rettet euch selbst nichts bringt. Und die sich immer heilen. Oh nee, die sind doch krass, oder was? Ja. Die können ja gar nichts, ne? Shit. Ja, eigentlich können die auch nix. Aber wenn hier irgendwie alles overpowered ist, guck mal, die sind Level 30. Ja, aber es sind auch voll viele. Guck mal, es sind 8 oder so. Oder 6. Nee. Ah nee, da hinten sind auch noch welche. Tja, was willst du machen, ey? So ein Crap. Ja, und die Geister kommen auch wieder, immer wieder. Oh, diese Geister, dieses ganze Exil fuckt mich so verdammt nochmal ab. Es gibt nichts Beschisseneres in diesem Spiel. Jetzt mal ernsthaft. Das ist doch nicht cool. Ja, ist schon gar nicht so geil. Es ist doch nicht cool. Immer wieder diese Geister, die immer wieder auftauchen. Das ist doch wirklich nicht cool. Wir dachten, der erste Bereich war schon nervig. Ja. Der wirklich Pipifax war. Das wäre nix im Vergleich zu dem Scheiß hier. Das wäre wirklich gar nichts. Oh, so, pullen, wa? Pullen, Geister aufstellen, der Klassiker. Ja, vielleicht kann man hier pullen, aber ich denke nicht. Wir müssen halt jetzt immer pingen. Allen gleichen angreifen. Ja, einmal das und halt, dass wir zumindest alle so aufgestellt haben, dass sie nicht nebeneinander stehen. Wieso? Oh. Gehen doch nur auf einen. Ja, stimmt. Ach, die haben vielleicht immer. Nicht das Wüste. Muss halt. Hab ich. Sorry, war mein Fehler. Ich hab's immer nicht nebenbei noch gespielt. Damit die AI ist halt einfach grausam. Von den Ghost-Spammer. Noch viel zu selten schmerzhafte Bindung. Ja, das verstehe ich auch nicht. Ich mach das jetzt manuell. Es war sehr schwer und erfordert sehr viel Kraft und Energie. Ja, aber guck. Könnte meinen, ich maine eigentlich Ritualist. Oh, wait. Tu ich sogar. Werdet ihr noch sehen, wie man den spielt. In den Vierergebieten. Mach ich zwar ein paar Gründe, aber dann zeige ich euch, wie das eigentlich geht. Das Zimmer macht es einfach zum Fremdschämen. So. Gucken, wie viele Wellen hier noch kommen. Bin gespannt. Guck, da jetzt kommt schon der nächste. Diese Phantome. Ja. Ey, gibt's hier einen Trick nicht, dass wir irgendwas falsch machen? Nein, nein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ha! Tatsache. Hab ich mir schon gedacht. Okay, ist der Pisser da? Ach du, drück mal Steuerung. okay. Ja, pullen. Wenn ja, die sich pullen lassen, ändert das ja nichts. Oder? Ja, natürlich, hier. Ja, darum machen das alle im Normenmord, aber ganz ehrlich. Kann man es ja ganz sein lassen.
Wieso ist der Geist der Schmerzen auf unserer Seite? Das weiß ich, das ist ein Bug. Lass dich nicht verarschen vom Spiel. Okay, solange man die alle in Zweiergruppen pullen kann, ja, ist kann ja... kann man wahrscheinlich. Warum ist der... Hey, das ist echt komisch mit dem Geist der Schmerzen. Da ist doch wieder ein Kniff hinter. Ich hasse es jetzt schon. Ja, aber wenn die echt nur zu zweit kommen... Ja, Goron muss aber aufpassen, ey. Und lieber die, ganz echt, lieber die als die Steingipfelzwerge, oder? Ja, oder klar. Sind die hier auch noch? Ja, natürlich sind die auch noch. Und da kommen sie, geil! Geil! Gut, dann gehe ich auch mal rein. Und selbe Tam, daher hatte ich das mit den Dryder. Das ist ein Dryder. Die eigentlich nicht so gefährlich sind. Am Ende ist der Boss wieder einfach. Wundern würde es mich nicht. Kein Mana mehr, das war's. Bisher hat ein Siegel der Wiederbelebung durchgekriegt, ey. So ein Kack. Ja, aber das Siegel der Wiederbelebung, wenn es so funktioniert, wie es eigentlich funktioniert, heißt, das können sie nicht mehr machen. Ja, trotzdem nervig. Ja. Ich weiß. Da. Nein. Wieder da. Jetzt werde ich gefokust, das war's. Ah, shit, und da wird man auch zum Boden geworfen. Ah, kack Minions! Ja, die müssen jetzt weg. Splitterschrecken ist weg, der macht ja auch Blutung und allen Scheiß. Ja. Sind zu viele weg. Ja, die sind weg. Ah, jetzt sind hier natürlich auch die Geister. Ja, ich kann nicht mehr laufen. Ach, schon wieder Bodyblock, ey. Das kann nicht wahr sein. Schön und noch gerubberbandet, ey. Sanatius, kannst du dich mal heilen, bevor du durch die Geister stirbst, ey? Der Geisterentzauberung. Der ist das, ey. Ja gut. Sind ja jetzt weg. Die Gegner. Können wir uns ja jetzt zurückziehen. Probably. Und wieder vernünftig pullen. Vielleicht auch sogar den Geist erstmal besiegen. Der nervt. Oh, jetzt der heroische Refrain wieder weg. Man muss sie halt immer zweimal auf sich casten. Das ist so zum Kotzen. So. Puh, okay. Kommt die ganze Bande wieder, ne? Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ja gut, das sieht aber auch extra viel aus, weil halt viele von denen Minions sind. So, da ist der Wärter. Den packe ich mir jetzt. Ja, okay, das war's mit sich, den Wärter packen. Weil der Pisser sich dann auch immer hinter seine ganzen Leute zurückzieht. Junge, ne? Todesnova, Alter. Boah. Überhaupt ein einziges. Ich kann das ja nicht mehr überleben hier. Doch. Ich kann schnell bin. Siehst du da auch einen Trennungskreis, der gelb ist oder ist der grün? Hä? Nee, der ist grün, okay. Das Lustige ist, der Knochendiener hat es auf uns abgesehen. Einer weniger. Ja. Oh. Hey, WTF? Was ist denn jetzt passiert? Keine Ahnung. Ich wurde auf einmal wiederbelebt. Livia wahrscheinlich. Fleisch von meinem Fleisch. Ja, das kann sein. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie reingerannt ist. Junge.
schon, Livia, wenigstens du. Geht doch. Ich glaube, den Geist der Entzauberung sollst du mal irgendwie wegtauschen. Der nervt so hardcore. Das geht ja gar nicht. Das geht ja wirklich gar nicht, was der macht. Fleck mal die Hellen an. Splitterschreck ist verbuggt, geil. Gefällt mir. Ist weg, ne? Das reicht. Ja, ich glaube weit genug, dass er nicht mehr angreift. Weil der nervt, wenn man sich zurückzieht, kriegst du so viel Schaden immer. Ja, wenig Schaden macht er tatsächlich nicht, ne? Nee. Komisch, dass hier die ganzen Diener... Ja, weil die Sechsen, Level 26 sind. Wenn ich immer ironische Refraggeber hat der Level 11. Ja, das 26. Also das ist dann Ritualistenstufe 40 oder sowas, die haben. So, haben wir alle wieder? Nicht ganz. Jetzt haben wir alle wieder. Der Löwe fehlte. Handgelenk fängt schon an zu krampfen, ey. Na gut, dann hole ich mal. Oder soll ich mal versuchen, erstmal ein paar von den anderen zu holen, dass man die erstmal wegmacht? Die Gespenster? Den geht ja jetzt nicht, du hast ja einen Legionär beschworen. Ah ja, scheiße, stimmt. Das geht ja doch nicht. Nein, der Pult dann am Ende. Ja, ist dieser komische Selvet, leck mich am Arsch, ist da schon drin in dieser Gruppe irgendwie. Der ist das, Dead Rider. Aber ich wette, der kann nix. Was? Ich wette wirklich, der kann nix. Jetzt komm, du Arsch. Das Problem sind wie immer die Steingipfel. Welch Wunder, wa? Das ist wirklich ein Schock, hätte ich nicht gedacht. Oh nein. Steingipfelbeschwörer, der muss weg, ey. Das wäre ideal. Ich bin das Arsch. Boah, Alter, dieser Schaden, ja? Hey, wer macht denn hier so viel Schaden? Das ist doch unverhältnismäßig. Jetzt mal ernsthaft, das steht in keinem Verhältnis. Wer macht denn so viel Schaden? Das ist doch unlogisch. Ja, weil es halt einfach so viele sind. Das ist, glaube ich, das große Problem. Jetzt bin ich auch weg. Ja, das ist schon. Hilft doch der Apfel nicht. Wenn jetzt der Geist noch da wäre, das wäre schlecht. Ja, das sah ich ja gut, das, was er macht auch. Tja, was ist denn die Alternative, was wir noch machen? Hier hinstellen, verdammt nochmal. Flängen und weg. Warum kommen die denn jetzt? Die waren nicht mal in Akku. Verstehe ich auch nicht. Toll, armer Goron, ey. Ja, weil der so weit vorne lag vielleicht. Na gut, dann pullen wir sie mal hierher. Ja, das wäre vielleicht eine Idee, ne? Tja, vielleicht bringt das was, keine Ahnung. Dass immer hier die Geister aufstellt, genau hier. Ja, manchmal ist es so, dass ein, zwei Gegner nicht zurückgehen, wenn man so braucht. Dass man da einen mitnimmt und dass der nicht grätzt und dass dann die Leiche verwendet wird. So, da jetzt der Legionär weg ist, kann ich ja mal probieren, die anderen. Ja, das wäre auch eine Idee. Weil die werden wahrscheinlich nicht stark sein. Ja, ist nur das Problem, dass ich an diese gar nicht so gut drankomme. Ohne. Habe ich den jetzt. Ja, der ist halt hinter diesem scheiß Stein. Ah, jetzt kommt aber. Hier, die kann ich angreifen. So, jetzt müssen die nur auch wirklich hinterherkommen, ohne mich umzubringen. Ah, na toll. Hm.
Schockphantom. Ich glaube, das Schockphantom kommt auch alleine dann. So. Zack, schön ausweichen. Oh, jawohl, jawohl. Die kommen. Ja, nee, jetzt gehen sie wieder um. Ja, ich müsste eigentlich durchgängig angreifen. Das Problem ist, wenn ich das mache, dann kann ich nicht ausweichen. So, jetzt nochmal ein Schuss. Aua. Oh, na toll. Ja, okay, das hat keinen Zweck. Wir müssen die anderen nehmen. Weil die Phantome allein, die wollen einfach nicht. Ja, die sind, glaube ich, auch kein Problem. Das sind halt diese Steingipfel-Arschlöcher. Ich komme! Ja. Alter, was ist denn mit denen? Die wollen sich das mal einfach nicht pullen lassen. Kommen die jetzt? Ja, jetzt kommen sie. Oh. Oh, what the fuck? Jetzt haben wir denen doch Leichen gegeben, ey. Na, wenigstens haben sie schon mal ihren komischen Sturm verballert. So, wie sieht's jetzt aus? Ja, nur die Leichen, toll. Naja, machen wir die erstmal weg. Geht nicht, ne? Das muss gehen. Das ist nur nicht so leicht. Ich meine, die zu pullen. Ja, doch, das geht bestimmt, aber... Die müssen halt einmal bis hierher kommen, aber die sind halt... tough. So, jetzt Molina, komm. Ja. Jetzt darf ich nur nicht drauf gehen. Na? What the action? Ja, ne. Das geht, glaube ich, nicht. Ne. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ah, oder? Jetzt kommen sie doch. Nee. Nein. Nur mal diese Idioten. Aggro ziehen, wenn man die Minions angreift. Normalerweise machen die das doch immer. Ja, eigentlich so, schon. So, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie. Nein, die hauen immer wieder ab. Die sind hart scripted. Scheinbar. Agro-Radius reicht dann einfach nicht. Der Träumer vielleicht? Vielleicht. Ja, ja, okay. Den der haben ist, wir jetzt, der ist jetzt auf. Das meine ich halt. Wenn man richtig. Nein! Ich meinte halt, wenn man richtig persistent ist, kommt manchmal ein Einzelner. Und dann kann man die. Dann kann man die dezimieren auf jeden Fall. Der Wärter, der Demolisher vielleicht? Ja, ja, ja. Der kommt, der Wärter ist hier in der Nähe. Der wird jetzt von Geistern gestompt, wenn ich Simmer manuell spiele. Ja, der wird gestompt von den Geistern, hab ich ja gesagt. Das ist halt Cheesen und soll ich mal sagen, da ich ja privat mit Ritualist gespielt habe und keinen Imbagon hatte, habe ich die meisten Gebiete so gecheest. Immer einzeln, das hat ewig gedauert, die einzeln anzulocken, aber anders ging es halt teilweise nicht. Mach doch schmerzhafte Bindung, Alter, ey. Ich muss das immer selber machen. Er macht's halt wieder nicht. Ich löse jetzt die Flag auf. Ist mir jetzt egal. Sonst macht der Typ gar nichts. So, haben wir jetzt wenigstens ein paar erwischt, ja, ne? Wir haben auf jeden Fall einen Wärter erwischt, was schon mal richtig geil ist. Nur das Problem ist, jetzt sind hier 1 Million Minions. Und ich weiß nicht mehr, wer. Ach, da hinten, der Beschwörer. Der ist das. Und die ganze Zeit greift doch dieser Boss uns an. Ja, ich glaube, wir müssen mal wieder rausflaggen. Das war jetzt ein schöner Vorstoß, aber reicht auch erstmal. Ja, ne, dass wir erst die Minions wegmachen. Ja, eben. Oh. Ah ne, der lebt doch. Weißt du, was mich bei dem Wiederbeleben in diesem Spiel richtig nervt? Was denn? Dass sich die Kamera so oft dann erst irgendwie tausendmal dreht und man... Stimmt, dann, ne? Stimmt. Man weiß dann halt überhaupt nicht, in welche Richtung man laufen soll. Ich glaube, das ist Absicht, dass man nicht schon von Anfang an in eine Richtung drückt, so. Wahrscheinlich, ne?
Deswegen ist das sowas wie Wiedergeburt gut, wo du ganz weit weggeholt wirst. Ja, nur im Gefecht ist es halt irgendwie gut. Ja, das finde ich auch. Und das ist halt eigentlich, finde ich, ein bisschen entscheidender, weil klar ist, in so einer Situation wie jetzt. So, ich versuche mal, wa? Lass mal jetzt aber hier in die Tür stellen, oder? Ja. Haben lange genug geschießt. Aua, der hat mich schon. Hä? Wie hat der mich denn jetzt geaggrot? Naja, egal. Ich wünschte, wir wären den Beschwörer endlich mal los. Ja, vor allem je mehr wir immer wieder verlieren, er hat da wieder so eine Riesenarmee in kurzer Zeit. Ich weiß gar nicht, wie schnell der das macht. Ja, weil die keinen Monk mehr haben. Das ist der jetzt so schnell tot gewesen. Ja, es wäre schön, wenn die ein bisschen weiter zu uns kommen. Ja, jetzt kommen die Phantome. Siehst du, jetzt kommt die nächste Scheiße. Geh mal auf den Weg. Schlitzel hier. Weg, oder? Weiß ich? Weiß ich nicht. Noch läuft's ja ganz okay. Jetzt, die Gruftleute gehen jetzt auch in Geisterreichweite. Das ist natürlich gut. What the fuck? Was zum? Die haben alle gleichzeitig Blitz herbeirufen gemacht, die Phantome. Das war Damage. Das war gefühlt der heftigste Damage, den ich je gesehen habe. Was war das denn? Aber jetzt? Jetzt würde ich sagen, haben wir so. Oh Gott. Oh. Tja, Leute. Kreativ gelöst, ne? Skill im Unskill. So, was kann der jetzt? Leiden. Flüche macht der. Kann nix. Der Boss wie immer. Guck mal, er kann nix! Kennen wir ja schon. Es ist so lächerlich, ne, dieser Dungeon. Steingipfel sind stärker als Bosse und die Bosse sind einfach wie normale Gegner. Hä, was ist das? Das triggert so sehr. Guck mal, was war das denn jetzt vom Boss? Ist so. Ich meine, selbst, ich meine, die machen ja angeblich doppelten Damage, aber. Ja! Das ist ja trotzdem. Der Leiden, doppelter Damage, weißt du schon, ne? Das Leiden nur Direct macht. Ja. Ja. Oh, jetzt kommen die noch. Rückzug. Die blöden Männer kommen jetzt. Oh. Diese ruhelosen Toten. Warum spawnen die denn jetzt? Das ist so random. Diese ganze Dungeon ist random. Woher soll man das denn wissen, dass die jetzt auf einmal kommen? Ja, das ist... Guckst du ja? Vor allen Dingen diese Sounds vom Vampir, was. Das ist so triggering. Ne, wird mal richtig wütend. Ja, der kann nach Hause gehen. Okay. Zählt aber schon als geschafft, aber wir haben nicht die Truhe. What the? Ja, ach, da liegt sie. Ja, noch aufmachen, oder? Ja, natürlich. Kann nicht sein, dass wir jetzt die Schockphantome nicht wegkriegen. Komm schon. Ja, die machen Schaden, aber. Die sind Witzkin, diese Steingipfel-Idioten. Ja, die halten halt nichts aus und können. Ja, und die können nicht heilen. Das ist das Problem. Problem sind immer die Monks. Das zieht sich durchs gesamte Let's Play, durch die gesamten Clears. Und der eine Boss in Scherben vor Ohr war ja auch so blöd, weil er sich geheilt hat. Das sind immer diese Heilscheiß-Gegner. Da. Easy. Onyx, Onyx. Easy, ey. Oh, Gott. Toll, Luftstab. Dann habe ich lieber einen Onyx. Ja, Hälfte geschafft, die leichte Hälfte übrigens. Es kann einfach nicht sein, dass das die leichte Hälfte ist. Es ja. Kann einfach nicht sein, Leute. Ja, wohin soll das noch führen? Findet ihr aus im nächsten Part. Ist so. Ich glaube, falls euch das irgendwie gefallen haben sollte, diese Grager,
Falls nicht, könntest du mich gern provisieren, sonst bis zum nächsten Mal. Da wird weiter geraged. Zwei Parts haben wir noch. Stay awesome. Eure Genervte. Cecile. Ciao. Tschö. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!